Hallo, in diesem Video möchte ich mir mal Nexfil anschauen, ein Tool, mit dem man in der Bash Usernames, also Benutzernamen, eingeben kann und dann eben eine Liste mit Webseiten bekommt, wo dieser Nutzername drin vorkam. Ja, hier haben wir die Installation. Es ist wieder mal recht überschaubar. Erstmal der Git Clone. Na. Das heißt, ich gehe hier in mein Git-Verzeichnis. Und jetzt der Git Clone. Das hier kopieren wir uns auch gleich mal. Jetzt cd nexfil und dann der pip install requirements und danach sollte das Teil eigentlich funktionieren. Wir werden sehen. So, schauen wir uns mal an, wie es benutzt wird. Nexfil.py minus u einen Usernamen, dann noch die Möglichkeiten, Listen und so zu übergeben. Den Timeout verändern. Okay, also im Endeffekt Nexfil minus U. Python 3 Nexfil Py minus U. Und schauen wir mal nach Elon Musk. Okay, 31, Quatsch, 21 Profile gefunden in 8 Sekunden und diese Liste, die könnte ich dann jetzt natürlich weiterverarbeiten. Okay, das war ja einfach. Macht's gut, ciao, ciao.